Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Slime Ranger. Ich bin Mr. Crank und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. So, und wir machen weiter. Wir holen uns jetzt erstmal hier schön die Quaderbeeren. Komm. Na, los. So. Die auch noch und die noch und die. So. Und während die da jetzt schön am Rumplotten sind, gucken wir mal hier. Wir haben noch 300 noch was. Tankbooster, den will ich. Können wir 30 Einheiten tragen. Das wird uns das Leben auf jeden Fall um einiges vereinfachen. Hallo, dann gebt mir euer ganzes Plot. Danke, 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 danke. Hier auch noch. Und das noch. Das und das. So, die alle da rein. Dann hiervon noch ein bisschen. Essen sie die gar nicht? Doch, er. Sehr schön. Er hat auch noch was gegessen. So, jetzt können wir nämlich 30 Sachen von einem von einer Ressource oder von einem Rohstoff tragen. Das erleichtert uns das Leben auf jeden Fall ganz schön. So, wir gehen jetzt einmal ganz kurz hier rein. Nicht um Nickerchen zu machen, sondern hier. Hallo, Hühner, dies, das, da, da, da. Da. Okay, nee, da, die Einladung zum elitären Club der Rancher, die haben wir noch nicht bekommen. Schade. So, wir haben ja noch einen Schlüssel, ne, Leute? Oh, warte mal. Warum habe ich die noch nicht verfüttert? Haben wir hier noch was? Nein, auch noch nicht. Gut. Na, esst ihr mal. Ja, Leute, wir haben noch einen Schlüssel. Wo gehen wir damit hin? Ja. Ich weiß schon, wohin. Aber eigentlich wollte ich genau hier noch ein paar Hühner mitnehmen erstmal. Weil wir jetzt eh nach da hinten in die Nähe gehen. Nein, das ist mein Huhn. Danke. Pinker Slime, sie dürfen gehen. So, der Katzengordo da hinten, der sieht nämlich schon ziemlich fett aus. Also jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Der ist schon ziemlich dick geworden. Nein, och Mann. Gut. Hühnchen, 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 irgendwo Hühnchen. Zwei Feldsheims sehen wir noch mit. Huhn, Huhn. Das Küken kann weg. Das ist mein Huhn. Hier oben ist mein Huhn. Danke. Sieben Hühner wieder. Dann gucken wir hinten nochmal. Und da wollen wir nämlich jetzt auch hin. Aber erstmal holen wir uns hier Hühner. Meine Hühner, meine Hühner, meine Hühner. Das ist mein Huhn. Das ist meins. Das ist meins. Der Feldsleim ist meiner. Das war eigentlich auch mein Huhn. Aber okay, du warst schneller. Huhn. Noch irgendwo Hühner? Ja, Huhn. Gut, das dürfte theoretisch schon reichen. Ne, noch nicht? Das gibt's doch gar nicht. Okay, hier ist noch Meat Slime, kam weg. Da war ein Huhn. Meat Splot nehmen wir mit. Wow, danke. Ein Küken will ich aber nicht. Ich will ein normales Huhn. Ich glaube eins. Eins dürfte noch fehlen. Ein oder zwei. So fett gefressen, wie das Vieh schon ist. Hm. Ich kann aber auch leider keine Küken verfüttern, sonst hätten wir den schon längst. Oh, hier oben ist eine Kiste. Wollen wir mal reingucken? Gucken wir mal rein. Ne Quaderbeere. Und ein Huhn. Verfüttern wir mal gleich das Huhn. Vielleicht reicht das ja schon. Ich hoffe es. Ah, immer noch nicht.
So, komm schon. Meatsplot! Mein Meatsplot. Danke. Dann gehen wir nochmal... Die hat sie eben schon wieder geflattert. Oder sind das die kleinen Küken? Glaube ich aber nicht. Wir gehen nochmal zurück. Ich will endlich diesen Gordo vollkriegen. Weil da kriegen wir einen Teleporter. Zurück in unsere Base, glaube ich. Huhn? Okay, hier ist irgendwo ein Huhn. Da! Du Sauhund! Pinkblood kam weg, aber hier, gib mir die Hühner. Und, oh, ich habe den Felsleim natürlich weggekickt. Da ist noch ein Huhn. Kriegen wir das von der Seite vielleicht? Komm da raus, pack dich nicht fest, danke. Meins. Meins Huhn. So. Huhn, 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 Huhn. Nein, okay, dann gehen wir jetzt wieder zu dem Katzengordo. So. Ja. Es hat genau gereicht. Zwar eine Kiste mit ein bisschen Kohle und ein Teleporter. Und ganz viele Katzen. Nein. Noch eine Kiste. Meatslime brauche ich immer noch nicht. Gut. Und wir gehen jetzt hier lang. Ja, hier ist es gefährlich. I know. So. Sind aber noch keine gespawnt. Auch nicht schlecht. Und zwar gehen wir hier hinten rein. So. Wuhu. Na, los, komm, komm, komm. Fein, wir kommen hier rein. Das Moosbett. Jetzt packen wir erstmal die weg. Und hier sammeln wir erstmal nur Plots. Nichts anderes. Nur Plots erstmal sammeln. Und zwar von den süßen Dingern hier. Nein, oh mein Gott. Werde ich sterben? Oh, ich sterbe gar nicht. Ich dachte, man stirbt, wenn man ins Wasser fällt hier, aber okay. So, 14 Plots. Die brauchen wir. Hier sind Knalldinger. Von denen wollen wir Plots haben. Aber ich würde gerne erstmal eine Karte haben. Es ist nur die Frage, wo war die Karte? Und zwar, warte mal. Felsleims, hauen wir die weg? Ich glaube, ja, Felsleims hauen wir erstmal weg. Meatsplots hauen wir weg, weil wir hier Phosphorslimes haben. Noch besser. Ich will das hier. Hier sind Honigslimes. Die müssen wir dann uns dann auch noch gönnen. Aber erstmal brauche ich deren Plot. Ein Gestrüppu. Nein, ihr... Mann, das war da... Wo ist denn hier ein Knallplot da? Knallslime. Er hat keinen Hunger. Okay. Hier kommen wir noch nicht lang. Genau, das brauche ich. Honigplot und Knallplot. Die sind richtig gut. Noch irgendwo, komm. Okay. Noch ein Phosphorplot. Nehmen wir auch mit. Ein Küken. Der explodiert. Bam. Hat der gefuttert? Ja, der hat gefuttert. Oh. Oh, oh. Und weg hier. Plots irgendwo? Nein. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Meatsplots brauchen wir nicht.
So, dann gehen wir nochmal hier hinten gucken. Was haben wir hier? Hier haben wir auf jeden Fall Wasser. Eine Schatzkapsel. Okay, später. Wir brauchen auf jeden Fall, müssen wir einen Baum mit Minzmango finden. Damit wir auf jeden Fall schon mal das Fressen für die neuen Slimes dann haben. Hier ist es gefährlich. Achtung, oh oh. Die sind böse. Aber ich glaube, sie lassen uns jetzt schon in Ruhe. Nett. Hier sind Hühnchen. Was war das? Phosphor! Noch eine Schatzkapsel. Wir gehen jetzt einmal hier durch. Wir sammeln jetzt, wie gesagt, erstmal keine Slimes ein. Sondern nur Plots von ihnen, wenn wir denn... Entschuldigung. Wenn wir denn welche finden sollten. Sieht aber irgendwie schlecht aus bis jetzt. Noch ein paar Phosphor-Slimes. Komm ran hier. Oh, der hat uns böse gegeben gerade. Da haben wir... ein Pfitzblort. Oh oh. Jo. Die explodieren aber auch kräftig. Dann gehen wir nochmal hier drüben gucken. Hier ist ein Teleporter. Und damit kommen wir wieder zurück. Aber das ist leider One Way. Also wir kommen nicht jetzt wieder so schnell darüber. Aber wir haben ja jetzt erstmal... wow. Eine Menge... Plots von denen. So. So, immer schön rein da. Die verscherbeln wir jetzt. So. Und dann machen wir jetzt einen Käfig. Gehege kaufen. Hohe Wände auf jeden Fall. Und dann müssen wir wieder ein bisschen sparen. Wie sieht's hier aus? Hier ist nichts. Wir werden jetzt erstmal eine Runde schlafen gehen. Oder haben wir hier? Nein, auch keine Ernte. Gut. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. So, zurück zur Ranch. Und... ja, wir werden jetzt erstmal wieder ein bisschen Geld machen. Indem wir unsere Slimes ausbeuten. So. 15. Und hier von 15. So. So und so. Und dann rein damit. Ja, die zwei habe ich davor geschossen. Hört ihr das, wie gefräßig sie sind? Und wir haben mit Sicherheit auch ein bisschen, genau, hiervon. So. Wir haben natürlich noch mehr davon. So. 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 Die können wir jetzt auch alle hier reinhauen. Oh, du siehst so traurig aus. Ja, die sollen erst mal fressen. Alter, sieht das hier aus. Das hat sich gelohnt. So, mal gucken, wie viel die uns heute noch einbringen. Okay, ich glaube 10 ist Minimum. Na, ja, immerhin wieder 300.
Nochmal 300. Das ist geil. Das läuft natürlich richtig jetzt. So. Gut. Und jetzt den Rest hiervon holen. Wie viele Phosphor-Slimes haben wir denn eigentlich schon? 24. Oh, das ist so übel. Das ist eine Menge. Lass mal alle wieder da rein. Oh, sind die süß. So. Haben wir auch wieder voll. So. Und alles verkaufen. Dafür kriegen wir 11. So. Und wir holen noch den Rest ab. Jo, danke. So. So, so. Waren das alle? Ja, nochmal 30. Sehr geil. So. Und jetzt gehen wir wieder nach hier hinten. Und ja, also in das Gebiet, was wir eben aufgedeckt haben. Und gucken mal, dass wir ein paar Honigplots kriegen. Oder Knallplots, ist egal. Und die beiden kombinieren wir dann. Und wir nehmen noch ein paar. Nehmen noch ein paar Feldslimes mit. Ja, wir haben gerade so viele hier. Pinkslime kann weg, Karotte kann weg. So. Erstmal Honig und Knall. Die beiden brauchen wir. Das ist mir gerade alles egal. Gehen jetzt wieder schnell hier durch. Durch das gefährliche Gebiet. Hier sind auch Quaderbären, falls wir nur keine hätten. Aber wir hatten ja Glück mit dem. Mit diesem Bonus-Dingsbums, was wir da nehmen konnten. So, und wisst ihr, was das Schöne an der Kombination Honig und Knall ist? Knall müsste man normalerweise mit Fleisch füttern. Und Fleisch füttern finde ich immer ziemlich blöd. Weil Hühner halten ist blöd und wir nehmen jetzt einfach Knallplots mit. Sehr schön. Knall-Slimes meine ich. Feldslime können wir auch noch mitnehmen. Feldslime. Nichts Interessantes, gut. Ein Wollknäuel. Okay. So, wir wollen aber noch ein paar mehr Knall-Slimes. Hier haben wir noch einen. 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 Hier haben wir noch mehrere. So, und jetzt brauchen wir aber Honigplots. Das Schöne ist, die haben sich gerade mit dem pinken gedingst. Gepaart. Nein. Das brauche ich nicht. Nein, auch geh weg. Honigplot, genau die wollte ich. So. Und zwar, wenn wir 9. Wir wollen schon ein bisschen mehr wie 10 Knall-Slimes. Also brauchen wir nochmal so. Also 10 Knall-Slimes reichen schon mal. So. Brauchen wir jetzt noch ein paar Honigplots. Hier ist irgendwo. Oh nein, Teer. Gut. Aber egal, damit können wir auf jeden Fall schon mal was anfangen. Wir können auf jeden Fall die schon mal wegmachen und nochmal nach einem Minzmango-Baum Ausschau halten. So, einen brauchen wir unbedingt, um unsere
Honigknallplots dann zu ernähren. Und zwar so zu ernähren, wie sie das gerne hätten. Und dass sie glücklich sind und uns doppelte Ausbeute geben. Aber ich finde hier irgendwie keinen Minzmangobaum gerade. Hier ist eine Kiste. Minzmango! Ha, geht auch. Wunderbar. Dann können wir auch eigentlich schon wieder zurück. Aber dazu müssen wir wieder zum Teleporter. Aber wir können uns ja hier nochmal umgucken. Hier ist aber nichts. Hier haben wir wieder eine Tür. Wo geht's hier hin? Weiß ich gar nicht. So, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Aber ich frage mich immer noch, wo ist der... Oh, wo gibt's hier die Karte? Zu dem Gebiet. Ein Huhn? Eine süße Huhn? So. Gut, wir gehen jetzt ganz schnell zurück. Ja, böse, ich weiß. Oh, sind die nicht süß? Gib mir noch ein paar Honigplots, danke. So. Gut, hier ist ein Minzmango. Sehr schön. Was? Jägerslime. Scheiße. Felsslime ist weg. Wo ist der Jägerslime? Wo ist er? Mietslime weg. Der Kuhn. Vergiss den Hasen. Hast du irgendwie Hühner gesehen? Den muss ich auch nochmal mit irgendwas kombinieren. Jägerslime finde ich richtig cool. Hatte ich auch im Let's Play noch nicht oder im Livestream. Die finde ich geil. So. Wunderbar. Und hier brauchen wir noch das Fangnetz. Und eine Musikbox. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und das, sehr schön. Seht ihr das? Perfekt. So sollte das aussehen. Und jetzt bin ich am Überlegen, die hier mit den hier zu verbinden. Dass wir wieder ein Gehege frei haben und... Oh, toll. Haben die etwa kein Fangnetz hier? Oh, oh. Die kriegen jetzt erstmal ein Fangnetz. So. Und zwar werden wir jetzt... Das werden wir in der nächsten Folge machen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oder bei Feedback einen Kommentar. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein.